Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour, wiederum in heimischen Gefilden hier. Wir sind froh, dass wir wieder hier sein können und dass wir gemeinsam mit euch das Wort Gottes studieren können. In einer weiteren Folge aus unserem Lektionsheft Einblicke in das Wesen unseres Gottes. Wir haben in den letzten Wochen schon sehr viele verschiedene Aspekte unseres Gottes kennengelernt. Wir haben ihn kennengelernt als den dreieinigen Gott, als den Schöpfergott, als den Erlösergott, als den Gott der Gnade, den Gott des Gerichts und auch die Heiligkeit Gottes. Und heute wollen wir Gott als den Gesetzgeber kennenlernen. Deswegen der Titel Gott der Gesetzgeber. Wir bereiten uns vor auf das Bibelgespräch am 11. Februar. Und um zu verstehen, was das Gesetz mit Gottes Charakter zu tun hat, wollen wir einige Bibelverse studieren, die diesen Gedanken erhellen und vertiefen wollen. Wir möchten beginnen mit unserem Merkvers in Jesaja 33. Jesaja 33 und dort Vers 22. Jesaja 33 und dort Vers 22. Die Bibel sagt hier: Denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. In diesem Vers werden gleich vier Eigenschaften Gottes benannt. Habt ihr sie gefunden? Gott ist der Richter, er ist der Gesetzgeber, er ist unser König und er ist unser Retter. Und all diese verschiedenen Dinge müssen wir gemeinsam betrachten. Wenn wir also über Gott als unseren Gesetzgeber nachdenken, müssen wir gleichzeitig im Hinterkopf haben, dass er ja auch unser König ist, dass er auch unser Retter ist und dass er unser Richter ist. Und nur dann bekommen wir das ganze Bild, das die Bibel zeichnet. Warum das Thema so wichtig ist, zu verstehen, dass Gott unser Gesetzgeber ist, zeigt uns Jakobus 4, Vers 12. In Jakobus 4, Vers 12, dort lesen wir Folgendes. Es heißt hier, Jakobus 4, Vers 12, einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Nun, die Bibel verknüpft hier den Gedanken, dass Gott der einzige Gesetzgeber ist, mit einem sehr mit einer sehr praktischen Anwendung für unser tägliches Leben und auch in der Gemeinde. Sie macht hier deutlich, dass weil Gott der Gesetzgeber ist, niemand das Recht hat, einen anderen zu richten. Und wie wir bereits vor 2 Wochen festgestellt haben, ist das Verständnis dieser Dinge heilsam und hilfreich, um nicht in die falsche Einstellung des Richtens zu gelangen. So wie wir vor 2 Wochen gesagt haben, dass ein richtiges Verständnis vom Untersuchungsgericht uns davor bewahrt, andere zu richten, so wird auch ein richtiges Verständnis von Gott als dem Gesetzgeber uns davor bewahren, andere zu richten. Und die Bibel macht ganz deutlich, wir sollen niemanden richten. Aber wie ist das möglich? Nur dann, wenn wir verstehen, was das Untersuchungsgericht wirklich bedeutet. Und wenn wir verstehen, dass Gott der alleinige Gesetzgeber ist. Um zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott der Gesetzgeber ist, müssen wir natürlich schauen, was Gott tat, als er das Gesetz gab. Wie hat er sich offenbart, als er dort am Berg Sinai vor etlichen 1000 Jahren dem Volk Israel noch einmal die 10 Gebote wiederholte und sie schriftlich in Stein aufgeschrieben hat? In 2. Mose 19 lesen wir etwas über die Umstände dieses Ereignisses. In 2. Mose 19 und dort Vers 18 und 19. 2. Mose 19, Vers 18 und 19. Die Bibel sagt hier Folgendes. Und wir versuchen uns das bildlich vorzustellen. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, stellen wir fest, dass hier eine gewaltige Manifestation der Macht Gottes, seiner Herrlichkeit, sich ereignet. Man fragt sich, was hat Gott damit im Sinn gehabt, dass er in so einer beeindruckenden Szene sich offenbart, als er das Gesetz gibt? Ist es einfach nur, um den Israeliten ein bisschen Angst zu machen? Das können wir ausschließen, denn in 2. Mose 20, Vers 20 lesen wir: Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Wir werden den Text nachher später noch genauer anschauen.
Das heißt, diese Manifestation mit dem Rauch und dem Feuer und dem lauten Hörnerschall war nicht dazu da, einfach Angst zu erzeugen. Aber was dann? Wir wollen zunächst einmal schauen, was bedeutet dieses Feuer, in dem Gott herniederkam? Warum kommt Gott in einem Feuer hernieder? Und immer wieder schlagen wir dazu Hohelied 8, Vers 6 auf, um zu verstehen, was die Bibel symbolisch unter Feuer versteht. In Hohelied 8, Vers 6, und wir haben es ja des Öfteren schon mal angeschaut hier, dort lesen wir: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Das Feuer Gottes ist Ausdruck seiner Liebe. Wir kennen ja den Satz, Gott ist die Liebe. Und wir wissen auch, dass die Bibel sagt in Hebräer 12, Vers 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Als Gott dort im Feuer herabkommt, demonstriert er den Charakter, den er hat, nämlich seine Liebe. Eine Liebe, die jedem Menschen Licht sein möchte, die jedem Menschen Wärme geben möchte, die aber auch die Sünde verzehrt. Gott, das Liebe, offenbart sich bei dem Herabkommen auf den Berg Sinai. Und das ist so, so spannend. Denn das Ereignis am Sinai wurde jedes Jahr als Gedächtnis sozusagen nochmal gefeiert. Es gab ein bestimmtes Fest im jüdischen Kalender, der eine Erinnerung war an das, was dort am Sinai passiert ist. Und das war das Fest der Wochen. 50 Tage nach dem Passafest sollte das Fest der Wochen gefeiert werden. Und als nach der Auferstehung Jesu zum ersten Mal das Fest der Wochen gefeiert wurde, passierte etwas Spannendes, und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Apostelgeschichte 2 und dort Vers 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten, dass mich dieses Fest der Wochen sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jedem von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das Feuer, das vom Himmel herabkommt, das Feuer Gottes, ist Ausdruck seiner Liebe. Und das Feuer, das beim Berg Sinai herabkam, als Gott das Gesetz gab, steht in engem Zusammenhang mit dem Feuer, das herabkam zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Jünger hinabkam, um sie zu erfüllen und das Gesetz Gottes in ihre Herzen zu schreiben. Am Sinai offenbart sich die Liebe Gottes durch das Feuer. Und das ist auch kein Wunder, denn Römer 13, Vers 10 sagt Folgendes. Römer 13, Vers 10. Wir lesen dort ein Vers, den wir schon oft zitiert haben. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Kein Wunder, dass Gott im Feuer herabkam, als er das Gesetz gab. Das Feuer symbolisiert seine Liebe. Und diese große, gewaltige Manifestation auf dem Berg Sinai sollte die Liebe Gottes darstellen. Aber was war mit dem Rauch des Schmelzofens? Wir hatten ja gelesen, dass der ganze Berg raucht wie ein Schmelzofen. Und das ist ein Ausdruck, der vor dem zweiten Buch Mose schon zweimal vorkommt in der Bibel, nämlich im ersten Buch Mose. Und wir wollen diese beiden Texte studieren. In 1. Mose 15, Vers 17 kommt es das erste Mal vor. In 1. Mose 15, Vers 17. Die Bibel sagt, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Nun, wer den ganzen Kontext liest, weiß, dass hier eine ganz besondere Sache stattfindet, dass nämlich Gott selbst mit Abraham einen Bund schließt. Es ist der Bund Gottes mit dem Abraham, der im gleichen Kapitel vorher ihm geglaubt hat. Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubt Gott. Durch seinen Glauben wird er gerecht und Gott kann mit ihm einen
Bund schließen. Und dieser Bund wird ausgedrückt durch das Feuer, durch die Feuerfackel und durch den Rauch eines Schmelzofens. Am Sinai kommt das Volk Gottes, das ihm geglaubt hat und deswegen ausgezogen ist, für das Gott gewirkt hat, dass er erlöst hat aus Ägypten, kommt an diesen Ort und Gott schließt einen Bund mit ihnen und er drückt das aus, um sie daran zu erinnern, was schon mit Abraham geschehen war, indem er im Feuer herabkommt und den Berg rauchen lässt wie einen Schmelzofen. Sein Ziel ist es, dass die Kinder Israel sich erinnern an das, was ihnen Mose aus 1. Mose 15 gepredigt hat, dass nämlich genau mit diesen Manifestationen Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat, um ihm zu sagen, ich will deinen Samen sehr mehren. Und dort sind diese 2 Millionen Nachkommen von Abraham. Und sie sollen daran erinnert werden, dass Gott treu zu seinem Bund steht für all diejenigen, die an ihn glauben und durch den Glauben gerecht werden. Aber der Rauch eines Schmelzofens kommt noch einmal vor in 1. Mose. Und zwar in 1. Mose 19, Vers 28. 1. Mose 19 und dort Vers 28. Die Bibel sagt, und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Abraham steht hier auf einer Anhöhe und er schaut hinunter ins Tal und er sieht, wie Sodom und Gomorra, die vor kurzem vernichtet worden waren, in Schutt und Asche daliegen. Und der Rauch steigt auf wie von einem Schmelzofen. Frage, wodurch ist Sodom und Gomorra zerstört worden? Es war durch Feuer, das vom Himmel herabkommt. Genau die gleiche Manifestation. Feuer, das vom Himmel herabkommt und ein Rauch wie von einem Schmelzofen hier bei der Vernichtung von Sodom und Gomorra, als Gott ein Gericht an denen ausübt, die seine Gnade nicht annehmen wollten. Woher wissen wir, dass Gott ihnen Gnade schenken wollte? Wir wissen aus 1. Mose 13, Vers 10, dass die Gegend um Sodom und Gomorra unglaublich schön aussah. Die Bibel sagt in Wirklichkeit sogar in 1. Mose 13, Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis man nach Zoar kommt, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Die Gegend um Sodom und Gomorra sah von der Naturbeschaffenheit so ähnlich aus wie der Garten Eden. Und der Garten Eden, wissen wir, war ein Lehrobjekt Gottes, um den Menschen zu zeigen, wie der Himmel ist. Gott hatte Sodom und Gomorra in eine besonders günstige Position gebracht, aber statt sie diese besondere Gnade nutzten, haben sie sich komplett gegen ihn gewandt und durch die offene, rebellische Sünde den Gesetzgeber herausgefordert. Und so wird uns deutlich, dass Feuer und der Rauch eines Schmelzofens sowohl dafür steht, dass Gott einen Bund macht mit denen, an die ihn glauben, als auch diejenigen vernichtet, die sich wissentlich, willentlich oft rebellisch gegen ihn stellen. Nun, mit diesem Verständnis wird uns deutlich, warum Gott auf dem Sinai im Feuer und mit Rauch wie von einem Schmelzofen herabkommt. Er möchte, dass die Kinder Israel sich daran erinnern, dass wenn sie so wie Abraham glauben, Gott mit ihnen einen Bund machen wird, einen Vertrag und sie behüten und beschützen wird. Aber wenn sie so wie Sodom gegen ihn rebellieren, werden sie das gleiche Schicksal erleben. Übrigens, was wird mit den Menschen geschehen, ganz am Ende der Zeit, die sich gegen Gott letztendlich stellen und gegen ihn rebellieren? Sie werden von Feuer, das vom Himmel kommt, vernichtet werden, wegen der Übertretung des Gesetzes. Schauen wir 2. Mose 20, Vers 18 bis 20 an. 2. Mose 20, Vers 18 bis 20. Nachdem Gott jetzt die 10 Gebote spricht von dem Berg herab, heißt es, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Offensichtlich haben die Kinder Israel nicht wirklich ganz verstanden, was Gott ihnen zeigen wollte.
Die Kinder Israel haben Angst bekommen. Aber die Bibel macht ganz deutlich in Vers 20, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott wollte nur eine einzige Sache sehr deutlich herausstellen. Sünde ist eine furchtbare Sache. Und wer an der Sünde festhält, der wird zittern vor dem Gesetzgeber Gott. Aber für den, der an der Sünde nicht festhält, der die Sünde Gott übergibt und auf Gott vertraut, für den braucht diese Manifestation keine Schrecklichkeit darstellen. Keine Angst bringen. Israel sollte die Schrecklichkeit der Sünde verstehen, denn Sünde wird in der Bibel definiert in 1. Johannes 3, Vers 4. Immer wieder gerne zitieren wir diesen Vers als Übertretung des Gesetzes. Das heißt, und jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Gott gibt das Gesetz und zeigt, während er das Gesetz gibt, dass er treu zu seinem Bund stehen wird an alle, zu allen, die an ihn glauben, aber auch alle diejenigen zur Verantwortung ziehen wird, die wissentlich gegen seinen Bund verstoßen und offensichtlich dagegen rebellieren. Und eine Sache hat das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht begriffen. Denn in 2. Mose 20, Vers 19 lesen wir, und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Sie verstehen nicht, dass das Wort Gottes eben nicht dazu da ist, um zu töten, sondern dass das Wort Gottes schöpferische Kraft hat. Wenn sie Gottes Wort besser verstünden, wüssten sie, dass wenn Gott spricht, es Leben in sich trägt. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen, so heißt es vom Wort Gottes, von Jesus Christus, in Johannes 1, Vers 5. Stattdessen glauben sie, dass das Wort sie töten wird. Aber was sie tötet oder was sie töten könnte, ist allein die Sünde, die sich gegen das Wort stellt, aber nicht das Wort selbst. Allein die Tatsache, dass Gott spricht, und Gott redete all diese Worte und sprach, ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, diese Gebote zu halten. Eine Frage stellt sich noch, warum offenbart sich Gott hier in Finsternis, so wie es in 5. Mose 5, Vers 22 beschrieben wird. Wir können das noch lesen. In 5. Mose 5, Vers 22, es heißt dort, diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Warum offenbarte sich Gott dort auf dem Berg Sinai in Finsternis? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Sagt die Bibel nicht, und sie sagt es offensichtlich, in 1. Johannes 1, Vers 5, 1. Johannes 1, Vers 5, dort lesen wir, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Nun, wenn die Bibel ganz deutlich sagt, dass Gott nur Licht ist und in ihm keine Finsternis ist, warum offenbart sich dann Gott auf dem Berg Sinai in einer Wolke von Finsternis? Hier ist der Grund. Schaut mit mir in 2. Mose, in Verzeihung, in, 18, in Psalm 18, Vers 12. Psalm 18, Vers 12. Die Bibel sagt, Psalm 18, Vers 12, er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken, zu einem Zelt um sich her. Gott ist nicht finster, aber er musste Finsternis um sich herum hüllen, aus einem bestimmten Grund. Offensichtlich konnte das Volk Israel das Licht, die Herrlichkeit Gottes, nicht ertragen. Wir haben einen ähnlichen Gedanken in 2. Mose 34, 2. Mose 34 ab Vers 29, 2. Mose 34 und dort ab Vers 29. Es heißt hier, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses, also das Gesetz, waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Wenn man also mit dem Gesetz Gottes in Berührung kommt, wenn man mit Gott selbst in Berührung kommt, dann ist dort Licht. Weil er mit ihm geredet hatte. Es ist das Wort Gottes, das Licht zu uns bringt, das Licht in unsere Herzen scheinen lässt. Damit auch wir leuchten. Wir sind das Licht der Welt, nicht wahr?
Vers 30, und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israel, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihnen zu reden. Mit ihm zu reden. Offensichtlich konnten die Kinder Israels die Herrlichkeit Gottes nicht wirklich ertragen. So wie Mose sie ertragen konnte. Für Mose war es kein Problem, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber damit das Volk überhaupt näher kommen konnte zu Gott, hat er sich eine Decke auf den Kopf getan, damit sie nicht abgeschreckt werden. Und so ist die Finsternis am Berg Sinai reinste Gnade. Die Finsternis, die den Berg Sinai umhüllt, macht es dem Volk Israel überhaupt möglich, dort zu stehen. Denn wenn sie Gott in seiner Herrlichkeit, in seinem Licht gesehen hätten, es wäre zu viel für sie gewesen. Gott kommt zu uns herab. Er verkleidet sich so weit wie möglich, damit wir ihn in unserer Sündigkeit, in unserer Gefallenheit, in unserer Unwürdigkeit erkennen können. Damit selbst Menschen, die noch nicht wirklich ihr Leben ihm übergeben haben, mit ihm Kontakt wieder aufnehmen können. Das ist der Grund, warum er im Dunkeln zu ihnen sprach. Wenn wir darüber nachdenken, dass das Gesetz Gottes seinen Charakter darstellen soll, dann wollen wir uns fragen, was hat uns die Darstellung des Charakters Gottes dort am Sinai uns zu sagen, die wir jetzt leben? Denn gibt es eine Parallele zwischen dem, was dort am Sinai passiert ist, und dem, was dann im Neuen Testament als das Evangelium Gottes verkündigt wird? Offensichtlich wissen wir, dass das Evangelium zu allen Zeiten gleich war. Aber gilt das noch, was dort an großer Manifestation am Sinai geschah? Gilt das auch heute noch? Oder war das nur für das Volk Israel? Paulus gibt uns eine Antwort auf diese interessante Frage in Hebräer 12, ab Vers 18. Hebräer 12 und dort ab Vers 18. Die Bibel sagt, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Paulus bezieht sich ganz deutlich auf diese Erfahrung am Sinai, als Gott, der Gesetzgeber, sein Gesetz gab. Aber jetzt sagt er Folgendes, er meint die Christen des Neuen Testaments, seid nicht zu diesem Berg gekommen. Aber dann geht er weiter und sagt in Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Mit anderen Worten, wir sind auch zu einem Berg gekommen. Das Volk Israel kam zu einem irdischen Berg. Die neutestamentliche Gemeinde kommt zu dem Berg Gottes im Himmel. Dort am Sinai hat Gott viele Dinge, viele Prinzipien des Evangeliums verschleiert, damit das sündige Volk überhaupt ihn verstehen kann. Für die neutestamentliche Gemeinde ist vieles noch viel offensichtlicher. Das Licht ist nicht mehr in Dunkelheit gehüllt. Statt Rauch und Schmelzofen und Feuer sind die Prinzipien, die durch diese Symbole dargestellt werden sollten, klar und offen dargelegt. Was heißt das? Das heißt, dass unsere Erfahrung am himmlischen Berg Zion noch viel ernster und noch viel feierlicher ist als die Erfahrung des Volkes Gottes am Sinai.
Es ist nicht so, dass im Neuen Testament und der Erfahrung des Neuen Bundes jetzt diese Erfahrung weniger feierlich wäre, weniger heilig. Im Gegenteil, sie ist noch viel ernster. Denn was ist der Berg Sinai gegen den Versammlungsberg im Norden, wo Gott thront? Was ist das irdische Israel gegen das himmlische Jerusalem? Was sind die Donner und Blitze und der Rauch auf dem Berg Sinai verglichen mit den Myriaden von Engeln im Himmel? Deswegen sagt er in Vers 25, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herabtut. Paulus sagt, Gott ist immer noch der gleiche Gesetzgeber. Im alten Bund kam er herab zum Volk auf die Erde und tat es auf dem Berg Sinai. Aber nun, unter dem neuen Bund, sind die Schatten weggetan, die Gleichnisse weggetan. Nun ist die Realität und Gott ist der gleiche, derselbe, nur nicht mehr verhüllt. Sozusagen. Wie viel feierlicher, wie viel ernster ist unsere Situation. Wenn schon das Volk Schaden davon nahm, damals in ihrer Situation den abzuweisen und sagen, rede nicht mehr mit uns. Wie viel schrecklicher wird es an uns gehen, wenn wir Gott als den Gesetzgeber, auch im neuen Bund, abweisen. Paulus geht weiter und sagt, Vers 26, seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Die Bibel spricht von einer Erschütterung, die prüft, was erschüttert werden kann und was nicht erschüttert werden kann. Die letzte Sichtung wird alles erschüttern, was nur erschüttert werden kann, damit das stehen bleibt, was sich nicht bewegen will. Wenn die letzte Sichtung kommt, wenn die letzte Erschütterung über diesen Planeten geht, wirst du dann stehen bleiben, weil du nicht erschüttert werden kannst, weil du versiegelt worden bist, weil du fest gegründet bist auf dem Felsen, oder wirst du fallen, weil du nicht sicher stehst auf dem Felsen Christus. Offensichtlich sollte damals diese Manifestation auf dem Berg Sinai so eine Art Mini-Sichtung sein, dem Volk zu zeigen, wo es wirklich steht. Sie wollten errettet werden, aber als sie dann die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Größe Gottes sahen, stellten sie fest, dass sie in ihrem Leben noch lange nicht vorbereitet sind, Gott zu begegnen. Ja, sie wollten aus der Sklaverei heraus, aber sie waren in ihrer inneren Sklaverei noch nicht so weit, dass sie tatsächlich neben einem heiligen Gott dauerhaft hätten leben können. Und Gott musste ihnen durch den Heiligtumsdienst und durch all die verschiedenen Dinge in Zeichen, in Symbolen, in Verschleierungen zeigen, wie er wirklich ist. Vers 28, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. An dem Charakter Gottes hat sich nichts geändert seit den Tagen vom Sinai. Gott ist immer noch genau der gleiche Gott. Und Paulus sagt, es ist eigentlich noch viel feierlicher als das, was sich am Sinai offenbart hat. Wenn alles erschüttert wird, der Himmel und die Erde, wirst du stehen bleiben und sagen, Herr, rede weiter zu uns. Oder wirst du wie die Israeliten sagen, nein, wir brauchen lieber einen Menschen, der das uns übersetzt, aber wir können die Worte Gottes nicht ertragen, denn in ihrem Leben war noch längst nicht alles in Ordnung. Gott, der Gesetzgeber, offenbart in seiner Heiligkeit, dass nur derjenige, der wie Abraham auf ihn glaubt, der ihm glaubt und auf ihn sein ganzes Vertrauen setzt und gerecht wird durch den Glauben, dass nur der bestehen kann. Und diese Sichtung haben wir angeschaut vor 2 Wochen in 1. Korinther 3, Vers 10 bis 13. Erinnert euch, ihr könnt es nochmal nachlesen, wo es darum geht, dass verschiedene Materialien durch das Feuer, das verzehrende Feuer, geprüft werden, ob sie bestehen bleiben oder ob sie vergehen. Kommen wir zu einem anderen Gedanken, nämlich was das Gesetz Gottes für uns tun soll. Und wir wollen dazu Römer 7, Vers 8 bis 13 genauer anschauen. Römer 7, Vers 8 bis 13. Die Bibel sagt in Römer 7, Vers 8 bis 13, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde.
Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Halten wir fest, ohne Gesetz gibt es keine Gesetzesübertretung. Das wissen wir aus 1. Johannes 3, Vers 4, denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Aber, wir lesen weiter in Vers 9, ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und das ist eine merkwürdige Aussage. Viele Menschen verstehen das nicht wirklich. Wie kann Paulus sagen, der ein Pharisäer ist, dass er ohne Gesetz gelebt hat? Denn die Pharisäer waren auch dafür bekannt, dass sie das Gesetz so genau wie möglich halten wollten, oder? Nun, lesen wir in Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Die Pharisäer hatten eine Angewohnheit, das Gesetz Gottes zu halten, und die ging ungefähr so. Ich habe noch niemals mit einer fremden Frau geschlafen, deswegen habe ich das 7. Gebot noch niemals übertreten. Sie dienten dem Buchstaben. Nun, nichts ist verkehrt mit dem Buchstaben. Aber der Buchstabe beschreibt ein Prinzip, das uns nur der Heilige Geist erklären kann. Und so hat Jesus in der Bergpredigt erklärt, dass nicht nur das tatsächliche Schlafen mit einer Frau Sünde ist, sondern schon der erste Gedanke darüber. Das ist das Dienen im Geist. Aber Paulus als Pharisäer verstand das nicht. Er lehnte Jesus ab zunächst einmal und lebte ohne die volle Bedeutung des Gesetzes. Und im Nachhinein verstand er, dass das bedeutet, ohne Gesetz zu leben. Denn wenn ich die Hälfte des Gesetzes gar nicht verstehe, dann lebe ich tatsächlich ohne Gesetz. Als dann aber der Heilige Geist in seinem Leben wirkte, und wir wissen, was der Heilige Geist tut, nicht wahr? In Johannes 16, Vers 8. Johannes 16, Vers 8 wird uns gesagt, was der Heilige Geist tut. Es heißt hier, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Als der Heilige Geist beim Paulus in seinem Leben wirkte und sein Herz durchforschte, da erkannte er die nicht mehr die Buchstabensicht, sondern die Geistessicht auf das Gesetz Gottes. Und er erkannte die Sünde in seinem Leben, die er vorher nicht erkannt hatte. Denn als Pharisäer glaubte er ja, sündlos zu sein, nicht wahr? Er kannte seinen wahren Zustand und seine dringende Notwendigkeit, sich zu bekehren. Und so können wir lesen in Römer 7, Vers 9. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, als es sozusagen in sein Bewusstsein wieder hineintrat, lebte die Sünde auf und ich starb. Ihm wurde wieder bewusst, dass er ein Sünder ist. Er erkannte seinen sündigen Zustand und dass durch die Sünde er des Todes war. Vers 10, und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Nicht, weil die Sünde den Tod bringt, sondern weil er sich selbst jetzt erst wirklich erkannt hat. Vers 11, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Was offenbart uns diese Tatsache über den Gesetzgeber? Gott ist heilig, gerecht und gut. Aber wenn wir in seine Nähe kommen als Sünder, dann erschrecken wir uns manchmal, so wie das Volk Israel. Aber nicht, weil Gott uns erschrecken möchte, sondern weil Gott uns zeigen möchte, wie erbärmlich und wie hilflos unser Zustand ist und wie sehr wir ihn brauchen. Genau das war ja sein Ziel am Sinai. Er wollte sie nicht erschrecken. Er wollte, dass sie ihren sündigen Zustand erkennen. Genauso zeigt uns das Gesetz unseren Zustand. Und halten wir fest, als das Gebot kam, starb Paulus. Das Gesetz starb nicht. Das Gesetz ist ewig. Und Vers 13 sagt uns, hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde, durch das Gebot. Die 10 Gebote lassen Sünde erst wirklich Sünde als Sünde erscheinen. Je mehr wir uns mit dem Gesetzgeber Gott beschäftigen, je mehr wir uns mit seinem Gesetz beschäftigen, desto mehr erkennen wir die Sünde in ihrem wahren Wesen. Und das ist so notwendig, damit wir Jesus ganz annehmen können. Und wenn wir Jesus annehmen, dann können wir ausrufen mit dem Psalmisten in Psalm 119, Vers 6. Psalm 119, Vers 6, dort heißt es, dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Und das Wort zu Schanden in der Elberfelder wird übersetzt, dann werde ich mich nicht schämen. Und es erinnert uns an das, was Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, wenn er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums
nicht. Warum schämt er sich nicht? Denn es ist die Kraft Gottes. Die Kraft, die in seinem Wort ist. Die Kraft, die im Evangelium ist, macht es möglich, alle Gebote Gottes zu achten. Dann werde ich nicht zu Schanden, ich mich nicht schämen, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Die Bibel macht ganz deutlich, dass schon lange vor dem Sinai die Gebote Gottes Gültigkeit hatten. Wer daran zweifelt, der mag nur einmal Hiob 24 lesen, ein Buch, das ja von Mose gemeinsam mit dem ersten Buch Mose in der Zeit vor dem Auszug geschrieben worden ist. Hiob 24 und dort Vers 14 und 15, dort heißt es, bei Tagesanbruch steht der Mörder auf, um den Elenden und Armen umzubringen, in der Nacht aber ist er wie ein Dieb. Das Auge des Ehebrechers wartet auf die Dämmerung, er spricht, kein Auge soll mich sehen und verhüllt sein Angesicht. Schon zur Zeit Hiobs war klar, dass Ehebruch und das Diebstahl und das Mord Sünde sind. Und es wird uns ganz deutlich, auch in 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Wir alle kennen die Geschichte, wir brauchen sie jetzt nicht lesen. Aber ihr könnt euch mal in Gedanken überlegen, wie viele der Gebote, der 10 Gebote, Eva eigentlich übertreten hat. Denn als sie dort von der Frucht nahm, nahm sie etwas, was ihr nicht gehörte. Es war Diebstahl. Nicht nur das. Sie begehrte etwas, nachdem sie nicht begehren sollte. Sie übertrat auch das 10. Gebot. Sie entehrte ihren Vater, ihren himmlischen Vater, und übertrat damit geistlich gesehen das 5. Gebot. Und letztendlich tötete sie auch. Sie tötete sich selbst. Und durch Verführung auch ihren Ehemann. Je mehr man durch die ganzen Gebote geht und sie durch den Heiligen Geist geistlich deutet, in ihrer vollen Breite, nicht nur nach dem Buchstaben, sondern mit all dem, was diese Gebote implizieren, dann erkennt man, dass Eva tatsächlich die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, brach, als sie von dieser Frucht nahm und sie aß. Aber nicht nur sind die 10 Gebote gebrochen worden vor dem Sinai, sie sind auch gehalten worden. In 1. Mose 26, in 1. Mose 26 und dort Vers 4 und 5 lesen wir, und ich will deinen Samen mehren, das ist Gott, der zu Isaak spricht, wie die Sterne des Himmels, und ich will deinen Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung und meine Gesetze gehalten hat. Abraham hielt das Gesetz Gottes, seine Ordnung, seine Gebote. Wenn es keine Gebote, kein Gesetz gegeben hätte vor dem Sinai, was hätte Abraham halten können? Aber durch den Glauben wurde er gerecht, Offenbarung 15, Vers 6, 1. Mose 15, Vers 6, und dadurch war es ihm möglich, wie es hier heißt, Gottes Rechte, Gottes Gebote, Gottes Satzung und Gottes Gesetze zu halten. Jesaja 48 beschreibt etwas Wunderbares. In Jesaja 48, Vers 17 und 18. Da lesen wir Folgendes. Und ich glaube, das ist eine Botschaft an jeden Einzelnen von uns, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott unser Gesetzgeber ist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Gott spricht hier ganz dezidiert als unser Erlöser. Er sagt, ich bin dein Erlöser, ich bin der Heilige. Und wir haben über diese Eigenschaften schon gesprochen. Gott sagt, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Heiliger, ich bin derjenige, der dich führt, Schritt für Schritt. Wohin? Vers 18. Oh, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest. Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wir wissen, Gerechtigkeit ist der Gehorsam. Und Gott sagt, durch meine Erlösung, die ich dir anbiete, kannst du eine Gerechtigkeit erlangen, die sich ausbreitet, wie Meereswellen sich ausbreiten. Die wie ein Fluss dahin fließen kann. Ist deine Gerechtigkeit, ist dein Frieden wie ein Fluss, der fließt wie Meereswellen? Könnte es sein, dass wir unseren Erlöser, den Heiligen Gottes, Jesus Christus, unseren Gesetzgeber noch nicht wirklich angenommen haben als unseren Gesetzgeber, als derjenige, der uns führen möchte, Schritt für Schritt, der genau weiß, was gut für uns ist und schlecht? Wollen wir einige wenige Verse noch gemeinsam studieren aus dem großen
ABC des Gesetzes. Psalm 119, der längste Psalm, wundervoll gestaltet, um das Gesetz Gottes so hoch wie nur möglich zu heben und die Freude am Gesetz Gottes zu beschreiben. Psalm 119 ab Vers 69, dort heißt es: Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen, das heißt mit allen Gedanken, deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett. Doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold und Silberstücken. Die Bibel sagt uns, dass Gehorsam gegenüber dem Gesetz eine Hilfe ist gegen Anfechtung. Und die Bibel macht sogar deutlich, dass Gott viele Anfechtungen, viele Trübsale, viele Konflikte zulässt, damit wir überhaupt die Notwendigkeit erkennen, Gott als unseren Gesetzgeber anzunehmen. Es heißt ja hier: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Könnte es sein, dass Gott viele Konflikte in unserem Leben zulässt, damit wir lernen, ihm als unserem Gesetzgeber zu vertrauen und Freude zu haben an seinem Gesetz, statt darüber zu diskutieren und es abzuweisen? Das Gesetz Gottes sollte unser größter Schatz sein. Wenn du über sein Gesetz nachdenkst, denkst du an etwas, was eine Bürde ist, was man irgendwie an die Seite schieben muss, was irgendwie ja, ein lästiges Anhängsel des Evangeliums ist? Oder denkst du an etwas, das deine größte Freude ist, etwas, woran du immer wieder denken möchtest und es studieren möchtest? Schaut mit mir in Vers 97 bis 104. Im gleichen Psalm, Psalm 119 ab Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Die Bibel macht deutlich: Jeder wahrhaftig Erlöste, jeder wahrhaftig Glaubende, jeder, der wirklich sein Leben Jesus übergeben hat, der liebt das Gesetz Gottes. Wie liebe ich dein Gesetz? Liebst du das Gesetz Gottes? Oder suchst du Wege, es nicht zu halten? Und seien sie noch so fromm und seien sie noch so scheinbar biblisch begründet. Wenn das der Grund ist, dann hast du vielleicht Gott noch nicht in seinem Wesen wirklich verstanden und bist noch nicht wirklich dahin gedrungen, wo Jesus dich haben möchte. Denn er möchte uns dort haben, wie es hier heißt, Vers 98: Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Das ist mein Lieblingsvers im Psalm 119. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Die Bibel macht deutlich: Wenn wir Gottes Gesetz gehorsam sind, seinen Geboten folgen, dann sind wir weiser als unsere Feinde, als unsere Lehrer und als die Alteingesessenen. Möchtest du mehr wissen über die Bibel, fester gegründet sein als alle deine Prediger und Ältesten, selbst als diejenigen, die dich attackieren? Dann studiere das Wort Gottes und habe deine Freude am Gesetz Gottes. Liebe das Gesetz, studiere es und halte es in Ehren, halte es als deinen größten Schatz, den du haben kannst. Gott hat sein Gesetz, das die Grundlage, das Fundament seines Thrones ist. Wie wir lesen in 2. Mose 25, hat es in deine Hände gegeben, damit du es studieren und lesen kannst. Es geht weiter hier: Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Erlebst du schon in deinem Leben, dass Gott dich lehrt durch sein Gesetz, durch seine Gebote, durch sein Wort? Gott ist nicht der Gesetzgeber, der einfach Regeln aufstellt, wie ein Verkehrspolizist, sondern Gott möchte durch sein Gesetz dich lehren, damit du im Vorteil bist gegenüber deinen Feinden. Damit du im Vorteil bist gegenüber deinen Lehrern. Damit du tatsächlich von ihm gelehrt werden kannst. Jeremia 31, Vers 33 beschreibt, was Gottes Ziel im neuen Bund ist, der dann auch in Hebräer 8 beschrieben wird noch einmal und dort aufgegriffen wird. Hebräer 31, Vers 33 und 34 sagt: Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn.
denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Im neuen Bund, wo das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben ist, wo wir darüber nachdenken und es lieben, dort werden wir von Gott selbst gelehrt. Warum ist es so, dass so oft wir die Bibel lesen und nichts rausbekommen? Dass wir das Gefühl haben, dass Gott nicht direkt zu uns spricht, könnte es sein, weil wir noch nicht alle unsere Sünden zu Jesus getragen haben, weil wir noch nicht ihn als unseren Gesetzgeber angenommen haben, um von seinem Gesetz zu lernen und sein Gesetz zu lieben. Denn die Bibel sagt, wenn wir diesen neuen Bund erleben in unserem Leben, wenn das Gesetz in unser Herz kommt, dann werden wir tagtäglich von ihm gelehrt. Wir sind dann nicht mehr abhängig von unserem Prediger, von einem Theologen, von wem auch sonst, sondern wir können dann direkt zu Gott gehen und er wird aus seinem Wort, aus seinem Gesetz uns zeigen, was sein Wille ist. Erlebst du das in deinem Leben? Das ist die Frage, um die es heute praktisch geht. Erlebst du das, dass durch sein Gesetz du täglich neue Dinge lernst? Schauen wir gemeinsam in Jakobus 2, Vers 8 bis 12. Wir nähern uns dem Ende, Jakobus 2, Vers 8 bis 12. Die Bibel sagt, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Vers 11, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Die Bibel beschreibt hier die 10 Gebote und nennt sie das Gesetz der Freiheit. Warum? Denn, weil Gott sagt in der Präambel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich führe dich in die Freiheit. Das heißt, das Gesetz der Freiheit beschreibt einen Gott der Freiheit. Übrigens könnt ihr in diesem Vers hier sehr schön sehen, dass die 10 Gebote mehr sind als die Worte, die dort stehen. Denn auch das Ansehen einer Person ist Sünde, obwohl es kein einziges Gebot gibt, das sagt, du sollst die Person nicht ansehen. Das ist die Geistessicht. Das ist das, was Paulus meint, als das Gebot kam, als ich den tiefen geistlichen Sinn der 10 Gebote verstanden habe. Aber die 10 Gebote werden nicht nur das Gesetz der Freiheit genannt, sie werden hier in Vers 8 auch das königliche Gesetz genannt. Warum? Kannst du dir denken, warum? Der Grund ist, dass in 2. Mose 19 vor der Gesetzgebung gesagt wird, ihr seid ein Volk von Königen und Priestern. Das königliche Gesetz macht deutlich, dass Gott unser König ist und es macht auch deutlich, dass wir zu Königen und Priestern berufen sind. Das königliche Gesetz. Lesen wir zum Abschluss in 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. Die Bibel sagt, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Denn die Liebe Gottes wird ausgedrückt in seinem Gesetz. Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und lesen wir, was dort steht und glauben es. Und seine Gebote sind nicht schwer. Glaubst du es, liebes Kind Gottes, dass seine Gebote nicht schwer zu halten sind durch seine Kraft? Wie ist es möglich? Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Durch den Glauben können wir gerecht werden. Durch den Glauben können wir Gottes Gebote halten. Durch den Glauben wird es nicht schwer sein. Liebe Freunde, wir haben heute eine Aufgabe für euch. Wenn ihr euch vorbereitet auf das Bibelgespräch, solltet ihr diese Aufgabe erfüllen. Nehmt euch die 10 Gebote, wie sie stehen in 2. Mose 20, Vers 1 bis 17. Und eure Aufgabe zu Hause wird sein, als Hausaufgabe sozusagen, sucht alle Hinweise und Indizien in den 10 Geboten selbst, im Text der 10 Gebote, von Vers 1 bis Vers 17. Alle Hinweise auf Christus, alle Hinweise auf das Evangelium, alle Hinweise auf die Güte und die Gnade Gottes. Mal sehen, wie viel ihr finden könnt. Die Bibel sagt in Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Betet vorher genau dieses Gebet. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz und dann lass dir von Gott
in seinem Gesetz die Wunder zeigen. Es sind so viele, ihr werdet nicht zu Ende kommen. Und dann nimm diese Erkenntnisse mit ins Bibelgespräch und teile sie mit anderen und zeige, was Gott dich gelehrt hat. Nächste Woche sehen wir uns wieder, in der nächsten Kanzler Study Hour. Wir werden dann den nächsten spannenden Aspekt über Gott kennenlernen. Es wird dann ganz besonders über ein Gebot gehen, das ihn besonders beschreibt. Und darauf freuen wir uns schon ganz besonders. Und wir hoffen, dass ihr in der Zwischenzeit ihr viel Freude habt beim Studium seines Wortes, insbesondere der 10 Gebote in dieser Aufgabe, die wir euch gegeben haben. Und wünschen uns, dass ihr selbst von Gott geleitet werdet durch sein Wort. Und dass ihr dadurch fest und unerschütterlich bleibt, dass wenn Himmel und Erde erschüttert werden, wir stehen bleiben können. Gott segne euch und bis zur nächsten Woche. Amen.